Ich fange mal in der Vergangenheit an mit dem schönen Wort, es war einmal. Es war einmal ein Deutschland, das zwei Weltkriege angezettelt und verloren hat. Und als 1948 deutlich wurde, dass die USA sich vorstellten und darauf hinarbeiteten, dass dieses Deutschland wieder oder ein westdeutscher Teilstaat wieder souverän werden sollte, bekamen die europäischen Staaten einen Schrecken und schlossen vorsorglich ein Verteidigungsbündnis, den sogenannten Brüsseler Pakt, der eindeutig und klar gegen ein Wiedererstehen Deutschlands, vor allen Dingen gegen eine deutsche Remilitarisierung gerichtet war. Ich zitiere den zentralen Passus. Sollte eine der hohen vertragsschließenden Teile das Ziel eines bewaffneten Angriffs in Europa, also nicht von außerhalb, sondern in Europa werden, so werden ihm alle die anderen hohen vertragsschließenden Parteien alle in ihrer Macht stehende militärische und sonstige Hilfe und Unterstützung leisten. Nun kam es allerdings so, dass Deutschland souverän wurde, dass Deutschland sich auch ein bisschen bewaffnet durfte und 1955 der NATO beitrat, das heißt jenem Bündnis, in dem die anderen Europäer schon versammelt waren. Und von daher machte dieser Vertrag eigentlich keinen Sinn mehr. Dennoch hat dieses Vertragswerk überlebt, und zwar in Form eines neuen Bündnisses der sogenannten Westeuropäischen Union. Ich komme darauf gleich zurück. Dass der deutsche Beitritt zur NATO die endgültige, definitive Spaltung Deutschlands ausgelöst hat, sollte nicht unerwähnt bleiben. Denn nur 5 Tage nach dem Beitritt Deutschlands zur NATO folgte im Mai 1955 die Gründung der Warschauer Vertragsorganisation und damit die endgültige Spaltung Europas. Die WEU wurde dann umgewandelt, oder nein, dieser Brüsseler Pakt wurde dann umgewandelt in die Westeuropäische Union, System, das noch vorhanden war, aber neben der NATO eigentlich keine Rolle mehr spielen sollte und konnte. Und ihm wurde dann übertragen, die noch Deutschland und Italien den Kriegsgegnern auferlegten Abrüstungsverpflichtungen zu überwachen. Und dann siehe, ein gutes Jahr nach dem Austritt der Sowjetunion aus der Weltgeschichte, taucht die WEU wieder auf, und zwar im Vertrag von Maastricht von 1992, wo dann im Artikel J4 Ziffer 2 festgelegt wird, ich zitiere das, die Union ersucht die Westeuropäische Union, die integraler Bestandteil der Entwicklung der Europäischen Union ist, die Entscheidungen und Aktionen der Union durchzuführen, die verteidigungspolitische Bezüge haben. Wenige Monate später gab es die Petersberg-Konferenz, wo der WEU ausdrücklich folgende Aufgaben zugewiesen wurden. Erstens humanitäre Aktionen oder Evakuierungsmaßnahmen, zweitens friedenserhaltende Maßnahmen und drittens Kampfgruppeneinsätze für das Krisenmanagement einschließlich der Maßnahmen zur Wiederherstellung des Friedens. Deutlicher kann man militärische Ansprüche nicht formulieren. Und im Vertrag von Nizza ging das dann also weiter und der vorläufige Gipfel wurde erreicht mit dem Vertrag von Lissabon 2007, wo fast wortgleich die alte Formulierung dieses Brüsseler Pakts übernommen wird. Im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats schulden die anderen Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung. Oh, das klingt ganz anders als, ich will das mal vorlesen, das klingt ganz anders als der Artikel 5 des NATO-Vertrags, der ist nämlich viel, viel ambivalenter. Im Artikel 5 des NATO-Vertrags heißt es nämlich, im Falle eines bewaffneten Angriffs liefern alle Parteien oder die Parteien, die angegriffen werden, Beistand, indem sie jede von ihnen unverzüglich für sich und im Zusammenwirken mit den anderen Parteien die Maßnahmen einschließlich der Anwendung von Waffengewalt trifft, die sie für erforderlich erachten.
Ja, mitgekriegt? Nee, ist ein bisschen schwierig. Ist auch sehr kompliziert und sehr ambivalent. Der erste Generalsekretär der NATO, ein humoriger Brite, ihm wird die Äußerung zugeschrieben, dieser Artikel 5 ist so formuliert, dass im Ernstfall eine Postkarte genügt. Also der automatische Beistand, der dort immer definiert wurde, besteht so nicht. Er besteht aber, und das ist das Interessante, im WEU-Vertrag und im späteren Vertrag von Lissabon, der ja bis heute gültig ist. So, ferner, auch das ist heute hochaktuell, steht in dem Vertrag von Lissabon, auch in Artikel 42, der folgende Satz: Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu verbessern. Warum das hochaktuell ist, werde ich gleich sagen. Ferner ist dort vorgesehen eine ständige, strukturierte Zusammenarbeit. Die Abkürzung lautet PESCO, Permanent Structural Cooperation, die festlegt, dass Mitgliedstaaten die anspruchsvollere Kriterien in Bezug auf die militärischen Fähigkeiten erfüllen und die im Hinblick auf Missionen mit höchsten Anforderungen untereinander weitergehende Verpflichtungen eingegangen sind, begründen eine ständige strukturelle Zusammenarbeit. Dabei gibt es also nun nicht nur eine weitere Dimension unterschiedlicher Geschwindigkeiten in der EU, sondern es ist ganz klar eine Verpflichtung zur permanenten, zur permanenten Aufrüstung in der Union festgelegt. Und die PESCO ist derzeitig das Thema innerhalb der EU. Und wir finden also jetzt so auch die emanzipatorischen Elemente oder die Dominanzelemente deutscher Außenpolitik in einem Papier, das die Stiftung Wissenschaft, Politik und der German Marshall Fund 2013 veröffentlicht haben, wo ganz klar eine neue Situation in der Welt definiert wird und wo ganz klar ein neuer Anspruch Deutschlands formuliert wird. Deutschland wird in diesem Papier genannt eine Gestaltungsmacht im Wartestand, die nun zur Führungsmacht werden müsse. Dabei geht man aus von dem vielfach behandelten US Decline. Ich zitiere: Die Vereinigten Staaten sind im Bewusstsein reduzierter eigener Ressourcen nur noch bedingt gewillt, die internationale Ordnung als globaler Hegemon zu garantieren. Auf globaler Ebene ist so ein Führungsvakuum entstanden. Und die Autoren lassen keinen Zweifel daran, dass Deutschland diese Führung übernehmen muss und dass sie dafür, ich zitiere, die gesamte Palette der außenpolitischen Instrumente zu bedienen hat, bis hin zum Einsatz militärischer Gewalt. Das sind nun Willensbekundungen oder Projektionen, die man vielleicht nicht so ernst nehmen muss. Wenn man aber genauer anschaut, wie sich seit eben 2013, 2014, also seit der Bildung der letzten großen Koalition, dies alles entwickelt hat, dann werden die Umrisse und die Zielvorstellungen eigentlich richtig klar. Gegenstand dieser Entwicklungen sind Debatten innerhalb der NATO und innerhalb der NATO so ein Papier, das offensichtlich mit der NATO abgestimmt worden ist, aus dem Bundesverteidigungsministerium, geht es darum, eine neue Konzeption für 2018 und folgende Jahre vorzustellen. In dieser Konzeption wird Deutschland zur Framework Nation. Was ist das? Also Rahmennation. Was steckt hinter diesen Begriffen? Dahinter steckt der Gedanke, dass Deutschland das Rückgrat der europäischen Verteidigungspolitik der NATO werden soll und dass die Bundeswehr, ich zitiere, strukturell auf hochintensive Operationen zur Bündnisverteidigung ausgerichtet werden muss. Als Rahmennation soll die Bundeswehr, ich zitiere nochmal, Verantwortung für die Entwicklung der Streitkräfte verbündeter Nationen übernehmen. Dieses Papier ist offensichtlich bei einigen Verbündeten auf Widerstand und auf Ängste gestoßen, weil sie plötzlich eine deutsche Führungsmacht
in Europa und des europäischen Teils der NATO befürchtet haben, was natürlich entsprechend ja, dementiert wird. Deutschland, es sei nicht daran gedacht, eine deutsch kommandierte europäische Armee aufzustellen. Dennoch trägt dieses Framework Nation Konzept wesentlich zur Handlungsfähigkeit der EU bei, so die Autoren, und kann als Säule einer stärkeren europäischen Verteidigungsidentität in der NATO, also eine stärkere europäische Verteidigungsidentität in der NATO, da sind dann nicht mehr alle gleich, verstanden werden. Schauen wir nochmal zurück auf den Artikel 42, Ziffer 6 des Lissabon-Vertrags. Dort steht dann, die Mitgliedstaaten, die anspruchsvollere Kriterien im Hinblick auf die militärischen Fähigkeiten erfüllen und im Hinblick auf Missionen höchsten Anforderungen entsprechen, bilden die besagte, vorhin schon erwähnte, strukturierte Zusammenarbeit im Rahmen der EU. Das bedeutet, dass der geforderte, auch von Inga vorhin schon erwähnte, Anstieg der Rüstungskosten auf 2% des Bruttosozialprodukts bis zum Jahr 2024 perfekt in die Konzeption des Lissabon-Vertrags und die darin auch betriebene deutsche Politik passen. Es ist kein Wunder, dass Deutschland mit Begeisterung diese Aufforderung, den Rüstungshaushalt auf 2% des Bruttosozialprodukts zu erhöhen, übernommen hat. Ziel ist, explizites Ziel dieser Aufrüstung ist, die Finanzierung der seit 2004 bestehenden Battlegroups auszuweiten, das bisher bestehende Einstimmigkeitsprinzip bei Militäreinsätzen durch ein Mehrheitsprinzip zu ersetzen und drittens durch diese Maßnahmen den deutsch-französischen Motor am Laufen zu halten. Was ergibt sich daraus? Wenn man es ganz grob und etwas verkürzt, das ist hier ein längeres Papier, ich habe daraus versucht, die Stichworte herauszunehmen. Wenn man es genau auf den Punkt bringt, dann stellen diese 2% des Bruttosozialprodukts nicht nur für sich eine gewaltige Höhe, fast Verdoppelung des Verteidigungshaushalts dar, sie sichern aber auch die Führungsrolle der stärksten Wirtschaftsmacht der Europäischen Union, nämlich Deutschlands. Damit wird die Rolle Deutschlands als Scharniermacht in der NATO gestärkt. Begünstigt wird diese Entwicklung auch durch den Brexit, den Austritt Großbritanniens aus der EU, das ja immer versucht hat, den Machtzuwachs Deutschlands zu bremsen und unter Kontrolle zu halten. Und von daher kann es auch nicht verblüffen, dass in diesem Kontext auch die Forderung nach deutscher Verfügungsgewalt über Atomwaffen mittlerweile auf die Tagesordnung gesetzt wird. Hier ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung Vorreiter. Ich denke, dass solche Überlegungen keineswegs aus der Luft gegriffen sind, denn es gibt ja europäische Mächte wie Frankreich und England, die über Atomwaffen verfügen. Und der deutsche Griff nach einer europäischen Atombewaffnung des Führungsteams Deutschlands ist umso einfacher, als Großbritannien hier nicht mehr blockieren kann. Die durch PESCO vorgesehene engere Zusammenarbeit im Rüstungsbereich wird sich also auf alle Bereiche erstrecken und wird dort entsprechend eine Rolle spielen. Und mit dem, was bereits an Kooperation etwa zwischen Siemens Nuklear und dem französischen Atomkonzern Areva läuft, dürfte eigentlich der deutschen atomaren realen Teilhabe nicht mehr viel im Wege stehen und diese atomare Teilnahme auch im Rahmen der NATO stärken. Ich will zusammenfassen, das Ziel, das Bruttosozialprodukt bis 2024 auf 2%, das Ziel, die Rüstungsausgaben auf 2% des Bruttosozialprodukts zu heben, würden bedeuten, dass die Bundeswehr von einem Etat von derzeit 34 Milliarden US-Dollar auf sich 70, je nach Entwicklung des Bruttosozialprodukts, sogar auf 80 Milliarden steigen könnte. Der deutsche Rüstungshaushalt würde dann sogar den russischen übertreffen, sollte der bei den derzeit 69,2 Millionen verharren. Deutschland hätte dann hinter den USA und China
mit seinen Rüstungsausgaben Platz 3 in der Welt erreicht. Damit gewinne es ein noch viel größeres Gewicht, nicht nur in Europa, sondern auch in einer NATO, in der die USA zunehmend an Führungsmacht verlieren. Ein kleines Stichwort: Im Libyen-Krieg haben von den damals 28 NATO-Mitgliedern nur 14 teilgenommen. Also auch hier ein Element des US-Decline, zumal sie neben ihrer militärischen Schwerpunktsetzung immer mehr auf den Pazifik verlegen, was uns Inga gerade gesagt hat. Und Trumps America First und der unbestreitbare US-Decline verleihen dann dem deutschen Aufstieg zu einer neuen Weltmacht einen gewaltigen und, wie ich es diagnostiziere, kaum mehr reversiblen Schub. Das sollten wir im Auge behalten, wenn wir über Frieden reden.